Moin Moin, ja, hier ist wieder Delphi mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaftssimulator 2013. So, wie letztens angekündigt, habe ich ja so einen Zeitsprung nach vorne gemacht und habe das Maisfeld zu unseren BGA gebracht. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Das werden ja mindestens, ich will jetzt nicht übertreiben, 5 oder 6 Folgen draus geworden. Und das wäre zu lange gewesen. Ja, also. So, dann könnten wir den hier eigentlich hier gleich mal weiter arbeiten lassen. Bevor wir dann erstmal schauen, was hier das Feld, was ich jetzt hier soweit fertig gemacht habe. Ja, so, hier sind die Silos, also wir haben 2 Silo komplett richtig voll. Eins habe ich nämlich schon abgedeckt, das andere zeige ich euch, wie man das abdeckt. Und ja, und den Rest habe ich hier reingefahren, da können wir gleich mal den Rest, den ich noch hier im Hänger habe, gleich mal reinfahren. Aber das braucht man nicht zudecken, das können wir noch offen lassen. Und wenn wir wollen, können wir dann immer noch zudecken. So, jetzt fahre ich hier einfach hier mal rauf. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich jetzt schon so weit auf 100% verdichtet habe, ja. So, dann drücken wir einfach hier, da steht hier oben links, Taste R, Silo zudecken. Dann dauert einen kleinen Moment und schon ist der Silo zugedeckt. So, jetzt müssen wir bloß warten, bis das denn fertig ist mit Gern. Mal schauen, wie weit hier ist. Jetzt bei 8%. Also, das dauert hier eine ganze Weile. So, meine Freunde, das war erstmal dazu. Heute wollen wir sehen, dass wir heute Gras mähen. Das heißt, wir werden diesen Traktor heute verkaufen und werden uns hier, ja, den bringen wir erstmal gleich weg. Halt in die Richtung. Zuerst fahren wir zu unserem Hof. Da werden wir erstmal den Grubber abstellen und werden den Traktor hier verkaufen heute und werden dafür einen stärkeren Traktor, also vielleicht einen besseren oder einen anderen Traktor, wie man da sagt, holen. Und werden dann gleich das Mähwerk holen. Ja, eigentlich könnten wir ja auch gleich hier so einen Sammelwagen holen, wenn wir vielleicht das Gras abmähen, dass wir das gleich das Gras einsammeln. Könnten wir mal gleich ausprobieren, ob das hier so funktioniert. Und ja, und dann haben wir schon für unsere Kühe dann endlich Futter erstmal. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, dass wir vielleicht bei der nächsten Folge dann schon langsam Kühe kaufen können und dass wir es, vielleicht machen wir es heute noch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall werden wir heute Gras mähen und es einsammeln, und wenn wir das fertig sind, dann werden wir hier dann weitermachen, um Bike. Ich habe festgestellt, wenn es zu lange steht, verdorrt es doch hier bei den 13er. Also hier kann man es doch nicht ausschalten. Das ist mir beim Mais oben passiert und da habe ich ein bisschen zu lange gewartet und plötzlich, siehe da, da war ein Teil des Feldes verdorrt gewesen. Aber Gott sei Dank hatte ich es ja gespeichert gehabt, konnte das Spiel nochmal neu machen. Also von da an, wo ich das letzte Mal gespeichert habe, und habe die Seite angefangen, was verdorrt war. Und außerdem habe ich jetzt das Spiel, können wir mal kurz reinschauen, hier oben bei Info, wo man denn durchklickt, habe ich jetzt Pflanzenwachstum auf langsam. Vorher hatte ich es ja auf normale Zeit eingestellt. Und ja, also jetzt wächst unsere Früchte und oder unsere Felder jetzt, was wir angesät haben,
jetzt ein bisschen langsamer, also dass wir ein bisschen Zeit gewonnen haben, dass wir auch andere Sachen machen können. So, da sind wir erstmal angekommen. So, wir werden das Gewicht und den Trecker erstmal verkaufen. Gewicht kriegen wir 150, weil das ist ein bisschen klein, das Gewicht. So, für den Traktor kriegen wir 39.000 verkauft. So, dann werden wir mal schauen hier. Wir werden wahrscheinlich den Sam Explorer, klicken wir mal kurz an, Sam Explorer 305. Der hat 75 kW, 102 PS. Ja, Unterhalt kosten 130 Euro pro Tag. Der neue Explorer 305 bringt außer einem tollen, modernen Design auch viele technische Fortschritte mit sich. Mit seinen spritzigen SDF-Motor und Leistung von 88 bis 102 PS, 65 bis 75 kW, der neuen 4-Pfosten-Freisichtkabine und dem genialen, einfachen Bedienkonzept setzt der Explorer 305 neue Maßstäbe in der Kompaktklasse. So, den werden wir jetzt hier holen. So, haben wir. So, jetzt brauchen wir für den noch ein Gewicht. Erstmal, ich glaube, das war ziemlich hinten. Ja, hier. Und ich denke mir, da werden wir den mit den hier holen. Der Mitteldings, genau. Den haben wir. Steht beim Händler bereit. So, jetzt brauchen wir noch hier so einen Sammelwagen. Ja, kostet auch noch mal 119. Aber wollten wir ja gleich den großen holen. Und das machen wir auch. Zack. Und schon haben wir bloß noch eine halbe Million. Aber, na, ich denke mir, bald der Trecker ist für den Hänger ziemlich groß. Aber wir probieren das einfach aus. Ansonsten müssen wir einen anderen Traktor, den wir noch haben, austauschen. Aber, ach, siehste, jetzt haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Ist aber kein Problem. Wir wollten ja eigentlich Gras mähen. Also wir brauchen ja Mähwerk. Also das Gewicht hier, das werden wir erstmal hier abstellen. Das werden wir garantiert noch brauchen. So, gehen nochmal beim Verkaufsstell rein und holen uns hier ein Mähwerk. Und zwar, denke ich mir, wird es dieser hier sein. Hier. Genau, den kaufen wir. Und zurück. Weil wir brauchen ja bloß für vorne. Ich hoffe, dass es denn so geht, dass wir dann das Gras abmähen und gleichzeitig dann einsammeln. Aber das werden wir ja gleich sehen. So, ich hoffe, dass der das hier schafft. Ja, das sieht sehr gut aus. So. Dafür hat er als Gegengewicht hinten nachher den Hänger noch dran. Also. So, zack. So, dann fahren wir mal gleich da lang. Mal sehen, wie schnell er hier unterwegs ist. Naja. Ich glaube, der ist ein bisschen klein für diese Sache. Aber beim Grasmähen, denke ich mir, brauchen wir hier keine Geschwindigkeit. Außerdem ist das Feld ja unten gleich da in der Nähe. Wir können ja mal in eine Innenansicht reingehen. Ja, toll. Ist klar, dass er keine Zweisitze hat. Das wäre ja ziemlich eng geworden. Aber so, ja. Okay. Ja. Gut. Dann werden wir mal erstmal zu unserem Feld fahren und werden dort dann anfangen zu mähen. Und ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen, meine Freunde. So, da unten ist ja der Silo wieder als Orientierungspunkt. Dann ist ja links von den BGA ist ja unsere Kuhfarm. Ja, ich fahre jetzt hier einfach mal querfeld ein hier oder über den Acker, weil ungefähr so links jetzt so ein bisschen geradeaus, da ist ja unser Feld, wo wir Gras angesät haben. Und es wächst jetzt ständig da mal wieder nach. Also da braucht man nicht mehr neu ansehen.
Ein bisschen weiter weg. So. Ja, wir fangen dann von da aus und arbeiten uns dann nach rechts. Weil es jetzt hier schlecht einzusehen. Aber ja. Aber wie Lichtermann kommt, sieht man es ja. Okay, 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 okay. So, starten wir hier einfach mal. Wir müssen aber erstmal Gerät nach vorne erstmal einschalten. Da haben wir schon runter. Warte mal. Erstmal Mähwerk aufklappen mit der X-Taste. Dann müssen wir mit der B-Taste erstmal anschalten und mit V senken. So, jetzt müssen wir aber hinten am Hänger erstmal den Ladewagen anschalten. So, und dann werden wir mal ausprobieren, ob das hier so funktioniert, wie ich das so denke. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich versuche mal jetzt auf 2 zu erhöhen, aber ich gleich die Geschwindigkeit. Na, ich habe jetzt auf 2 gedrückt. Mal sehen, ob er dann vielleicht schneller fährt. Aber ich denke mir, der Traktor ist hier für diese Sache ein bisschen unterpowered. Ja, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall funktioniert das. Jetzt bräuchten wir bloß immer jetzt noch hier hin und her fahren und erstmal Gras aufsammeln. Und das könnten wir eigentlich schon gleich dann direkt zu unseren Kühen bringen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Aber dieser Traktor wird garantiert nicht, ja, soll ich denn sagen, hier in unseren Fuhrpark bleiben. Ja, ich muss mal kurz groß an sich, dass wir uns hier abtreiben hier. Ja. Also funktionieren tut es mit den, muss mal kurz schauen, das ist, wie heißt der hier? Explorer hier. Ah ja. So, mal gucken, wie weit. Also das Feld war ja ziemlich lang gewesen. Aber man sieht hier, wir haben ja einen riesengroßen Hänger. Da passt eine ganze Menge rein. Wir werden mal sehen, ob wir den Hänger hier heute noch voll kriegen, was ich zwar nicht ganz glaube. Mal schauen hier. Ja, wir werden jetzt hier gleich nach rechts rumfahren. So als wenn wir jetzt ständig immer im Kreis fahren werden. Aber wir sind eigentlich schon ein bisschen weiter weg von unserem Feld, aber man sieht, es füllt sich. Wäre schön, wenn wir den Hänger heute noch voll kriegen würden, dann könnten wir bei der nächsten Folge, ja, leider ist hier nicht viel zu sehen heute, aber ich würde ja euch kurz mal zeigen, dass es auch so funktioniert. Ja, wir können nicht rüberfahren, da ist ja hier weniger ab, wo gar nichts ist. Ja, 15% ist unser Hänger jetzt schon voll. Ja,
Tachoanzeige. Ja. Zeigt da überhaupt die Geschwindigkeit an? 17 da? Ne, schlecht zu sehen. 17. Naja, okay. Gehen wir mal wieder auf die Rotansicht, weil. Wir müssen ja dann langsam bald hier wieder nach rechts abbiegen. Selbst hier bei den Unebenheiten mäht er das hier ganz locker weg hier. Wir sind jetzt schon bei 20%. Ich schaue bloß gerade, wenn wir jetzt hier so ein bisschen einschlagen. Ich denke mir, hier vor dem werden wir rumfahren. Nachher, ja, also wenn wir jetzt zu hart eingeschlagen, konnte er nicht einsammeln, aber das ist nicht so wild, das kann nicht liegen bleiben. Gucken, wo wir hier angefangen haben. Ah ja, hier war das. Genau, es war schlecht zu sehen, aber wenn man schon genauer hin sieht man es, ob man jetzt, sag mal, wenn man jetzt hier auf dem Handy oder glaube ich schon, dass man es denn nicht so gut sieht, aber wenn man jetzt das Spiel hier am PC spielt, sieht man das schon. Also es war ganz schön schwach zu sehen, aber man sieht es. So, wir sind schon fast bei 30% schon voll, also geht ja doch noch zügiger, wie ich dachte. Und ja, heute, wie gesagt, ist ja heute Mähen angesagt. Wir sehen zu, dass wir diesen Hänger voll kriegen. Sollten wir Zeit mehr schaffen, könnten wir sie ja noch Kühe kaufen. Und bei der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das kleine Feld dort abmähen. Da haben wir nämlich zwei verschiedene Fruchtsorten drauf. Einmal, glaube ich, mal eine Weizen und einmal war das Raps hier gewesen. Da hatte ich jetzt aus Versehen vergessen einzustellen. Aber kein Problem. Aber wir werden auf jeden Fall bei der nächsten Folge, noch haben wir das Geld ein bisschen, ja, werden wir noch einen Mähdrescher holen, neuen. Und dann schauen wir mal, wie die Preise sind, dass wir mal langsam wieder ein bisschen was verkaufen. Ansonsten sind wir bald blank. Aber wir haben ja in unseren Silos Reserven noch zu liegen. Aber das machen wir wahrscheinlich nächste Folge. Schauen wir mal nach. Heute werden wir zu, dass wir hier unseren Sammelwagen hier mit Gras voll kriegen. Und dann schauen wir mal, was die Zeit uns noch sagt. So, einmal bitte drehen. Also wenn man jetzt so dreht, kann der Sammelwagen das gar nicht so schnell aufsammeln. Bleibt da auf jeden Fall ein Rest liegen, aber naja. Auf jeden Fall, das Gute ist ja, das wächst ja da, wo wir jetzt abgemäht haben, wieder nah. Und das andere können wir später immer noch einsammeln. Das Gute ist ja, wenn wir das hier nachher dann mit dem Schwadau, mit dem Z-Kreisel hier das Gras zu Heu machen, dann sind die Texturen besser auch zu sehen. Dann ist dann so plötzlich aus Gras das Heu richtig grün und das sieht man dann so ungefähr, so wie wir jetzt hinten auf dem Hänger haben. Ja, das ist der einzige Nachteil hier bei der amerikanischen Map, dass das hier alles so blass ist hier. Bei den europäischen Maps, da sieht Gras
ganz anders aus, also da, so wie wir ihn eigentlich kennen. Hier wird aus, naja, gelb-braun plötzlich grün. So, wir sind ja schon fast bei 50%, der Hänger ist schon fast halb voll, also das sieht doch sehr gut aus, muss ich sagen. Vielleicht, dass wir mal noch nachher vielleicht doch noch nachschauen können, wie die Preise sind. Aber ich will jetzt hier nicht großartig hier was versprechen. Wir warten erst einfach mal ab. Ja, jetzt sagst du, wir sind jetzt ganz an der Bahn gefahren. Naja, das spielt keine Rolle, ob wir jetzt so querfeldein hier durchfahren. Wichtig ist nur, dass wir heute den Hänger hier voll kriegen. Und dann kann das Gras hier wieder nachwachsen und dann kann ich euch nächste Mal zeigen, dann kaufen wir ein größeres Mähwerk, dass wir flächenmäßig mehr schaffen und dann wollen wir ja auch das Feld dann schwadern mit dem Z-Kreisel und dann nachher Heuballen machen. Genau so. Aber eins nach dem anderen, das rennt uns ja nicht weg. Wir werden das immer so, wie wir schaffen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Wir haben jetzt zwei Runden gefahren und haben schon 50%. Das heißt, wir müssen noch zwei Runden fahren, dann ist der Hänger voll. So, nehmen wir mal kurz diese Ansicht wieder mal. Ja, da haben sich ja auch einige nicht so gewünscht, aber wie ich es schon erwähnt habe, ich liebe es lieber Vogelperspektive zu fahren, dann habe ich jetzt so ein bisschen alles im Blickwinkel. Aber hier kann ich es mal kurz mal so wieder zeigen. Und dann können wir uns mal die Innenansicht hier von den kleinen Explorer aufladen. Man sieht schon, ist man wieder irgendwie abgekommen, weil das kommt immer darauf an, wie das Gelände geschaffen ist. Dann kann passieren, dass der Helfer so ein bisschen abtreibt. Aber ja, Nachteil, also hätte ich mir gerne gewünscht, dass man hier auch beim Gras auch einen Helfer einstellen kann, aber ist leider nicht. Da sieht man jetzt in der Menge stehen, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Aber noch sieht er hier trotzdem durch. Ja, hier beim 13er ist es ja noch nicht so, aber später bei den, weiß ich nicht, ob das ab den 17er oder also 17er war, ich weiß nicht, ob es schon beim 15er war, ich will jetzt hier nicht irgendwas Verkehrtes erzählen. Auf jeden Fall in den nächsten LS irgendwo muss man Maschinen haben, die auch die Leistung für den Hänger oder für das Schneidwerk hier vorne auch schaffen tut. Sprich, das heißt, das Schneidwerk braucht vorne, wenn ich sage mal als Beispiel 85 PS und man setzt da jetzt einen Trecker ran hier mit 50 PS, ist klar, dann funktioniert es nicht. Also man muss schon wenigstens so ein gleich starken oder am besten noch stärkeren Fahrzeug an so ein Gerät anschließen, also ran anhängen, dann funktioniert das. Ja, deswegen, wenn man kauft, stehen ja auch die Daten immer dort. Gut, hier beim LS13er ist es noch nicht so, da kann man, man sieht hier einen kleinen Trecker hier ranhängen und er sieht das hier, naja, ob er locker ist, ist alles im Raum gestellt, aber er zieht es und mäht und sammelt gleichzeitig ein, also
hier kann man es noch so machen. Bei der letzten Folge habe ich ja, war es der letzte oder war, ja, ja, die letzte Folge habe ich ja ein paar hintereinander aufgenommen. Habe ich erzählt, dass ich den LS22er war ja gestern hatte ich den LS22er, weil ich schon vorbestellt habe, bekommen und habe schon dort ein bisschen reinschnuppern können. Und ja, also von der Grafik her, so gegen den LS19er hat sich da eigentlich wenig getan, aber es sind einige Fruchtsorten dazugekommen und ja, es hat sich schon was getan. Also man könnte jetzt glatt durchstarten, aber ich dürfe ja jetzt auch nicht hier den LS13er jetzt hier vernachlässigen, weil ich bin jetzt mittendrin hier für euch das aufzunehmen. Aber habe mit meinem Teamkollegen der Luffel schon drüber gesprochen. Der war noch gestern Abend noch kurz zu Besuch gewesen bei mir und hat hier reingeschaut, weil er hat es jetzt von seinem anderen Teamkollegen als Kumpel hat er ihm dann zu Weihnachten das bestellt. Also er kriegt erst zu Weihnachten. Naja. Aber da habe ich zu ihm gesagt, dann kann ich ihn so ein bisschen noch ausprobieren, experimentieren und dann, dass wir vielleicht im neuen Jahr, dass er auch noch ein bisschen ausprobieren kann, dass wir im neuen Jahr vielleicht gemeinsam ein paar Aufnahmen denn machen können, ob wir jetzt ein Let's Play draus machen etc. Das wissen wir noch nicht ganz genau, aber ich denke schon, das wird auf jeden Fall lustig werden. Ja. So, noch eine Runde, denke ich mir, dann haben wir unseren Hänger voll. Also laufen tut es wunderbar. Auf jeden Fall waren wir vornherein uns einig, dass es denn diesmal keine amerikanische Map ist. Wo wir jetzt gerade hier auf so einer amerikanischen Map spielen, wird es beim LS22er hundertprozentig eine europäische Map sein. Wir wissen aber noch nicht genau, ob das jetzt hier eine deutsche oder hier die französische Map ist. Da sind wir noch beim Überlegen. Aber so in die Richtung wird es wahrscheinlich hinausgehen. Heute muss mein Teamkollege der Luffel zum Seminar gehen. Da wird er nochmal so ein bisschen, soll man sagen, jetzt geschult oder naja. das ist eine. So hat eine Sonderausgabe, kann man freiwillig gehen, man muss nicht dahin gehen, aber weil er möchte so mehr später draußen machen, nicht so wie ich hier, ich mache es bloß aus Zeitvertreib, möchte hier nicht dran verdienen, wobei mein Teamkollege trotzdem eine Lehre anfängt, er will ja nämlich noch, will ja Landwirt werden, also das heißt, das will ja nicht als beruflich hier das machen, sondern macht er auch so nebenbei, aber er möchte jetzt so ein bisschen weiter schaffen, so wie was ich schaffe, aber naja, lassen wir uns überraschen, vielleicht kann aus ihm ja noch ein bisschen mehr werden, vielleicht wird man auch von ihm mehr hören, aber das wird erstmal
kann man noch nicht so hundertprozentig vorausschauen. Gut, ich will jetzt hier nicht weiter drum rumeiern hier. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall ist eins ist klar, wir werden nächstes Jahr den LS22 zusammen drehen. Wann ich denn den rausbringen zu veröffentlichen, wissen wir noch nicht. Wir schauen erstmal, wie wir zu Potte kommen. Und ja, ansonsten versuchen wir es schnell wie möglich jetzt dann rauszubringen, dass ihr auf eure Kosten kommt. So, wir haben schon fast jetzt 90% und haben das Feld noch nicht mal ein Viertel abgemäht, aber unser Hänger ist schon gleich voll. Wir haben bald fast 50.000 Liter schon bald in unserem Hänger. Und zeitlich, ja, passt es gerade so, dass wir den Hänger voll kriegen. Wir werden dann erstmal dann zum Hof fahren und dann sind wir leider schon mit unserer Folge doch schon wieder am Ende. Aber immerhin haben wir es geschafft, den Hänger voll zu kriegen mit unserem kleinen Traktor. Ja, also mit dem Traktor müssen wir uns hier doch noch was einfallen lassen. Also ich denke mir, der wird hier in den nächsten Folgen nicht mehr dabei sein, weil der ist einfach zu schwach. Aber wir müssen auch unser Geldbudget achten, dass wir hier nicht in eine Miese kommen. Ja, das ist ein bisschen utopisch hier mit so einem kleinen Traktor und was der alles dran hat. du sollst doch weiterfahren. Aber man sieht, da drehen alle vier Räder durch, dass der in die Gänge kommt. Jetzt bin ich jetzt hier irgendwie aus dem Rhythmus gekommen und einmal woanders hingeguckt und schon. Ja. So, jetzt läuft es wieder besser. Ich sage ja, frohe Feldprofil ist doch besser. Da sieht man wenigstens, wo man schon war oder nicht war. Und so, noch 2%, dann ist der Hänger voll. Ich hoffe, dass jetzt die Bahn reicht bis dahin. Auf jeden Fall sind wir wieder da zu unseren Bauern gehüpft. Also das ist nicht verkehrt. So, jetzt ist er voll. Wir halten erstmal an. Müssen erstmal Haupt abschalten. So, V und abschalten und zusammenklappen. So, jetzt können wir zu unserem Hof fahren. Bitteschön, wir haben jetzt 53.000 Liter frische Gras jetzt abgemäht. Also. Aber man sieht, er hat hier wirklich voll zu tun. Aber wir wollen ja auch Fahrzeuge ausprobieren und deswegen. Aber von dem würden wir uns garantiert verabschieden. Das ist jetzt eigentlich, sagen wir so, ganz schön schwach für ihn hier. Ja, wenn man jetzt mal die Fahrzeuge so sieht, wie man kaufen möchte, sehen ja ziemlich doch ein bisschen wuchtig aus. Und wenn man dann sieht, wenn man die gekauft hat, oh, was ist das denn? Ja, okay. Gut, so. Wir werden ihn erstmal hier gleich abstellen. So, perfekt. So, einmal bitte aussteigen. So, meine Freunde. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. In dieser Folge, auch wenn wir jetzt hier mit so einem kleinen Traktor unterwegs waren, das eigentlich ein bisschen komisch wirkt. So ein großes Mähwerk und so ein riesengroßer Hänger und so ein kleiner Traktor. Aber er hat seine Arbeit wirklich gut gemeistert. Also man kann den auf jeden Fall gut nutzen.
Aber ich denke mir, für kleinere Sachen ist der wirklich gut, aber für große Sachen ist er ein bisschen dann überfordert. Vor allem mit der Geschwindigkeit. So, meine Freunde, bei der nächsten Folge werden wir sehen, dass wir dann Kühe kaufen. Ja, und dann das Gras dann zum Futtern rein machen. Und ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Daumen da lässt und vor allem das nächste Mal wieder reinschaut bei Landwirtschaftssimulator 2013. Ich sage für heute ciao, ciao, haut rein, euer Selvi, bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.